dank der medizinischen Entwicklung kommen ja heute Neugeborene meistens gesund zur Welt und den Kindern geht es gut. Aber es gibt immer wieder Kinder, die doch mit einer angeborenen Erkrankung zur Welt kommen, die wir aber so kurz nach der Geburt gar nicht erfassen können. Das heißt, die Kinder sehen gesund aus. In den Vorsorgeuntersuchungen, auch schon bei U1 und U2, werden diese Erkrankungen gar nicht entdeckt, können gar nicht entdeckt werden, weil es ein symptomfreies Intervall gibt. Wir wissen nicht, wie lang das symptomfreie Intervall ist. Wir wissen aber heute, dass diese Erkrankungen dann symptomatisch werden und diese Kinder sehr schnell, sehr, sehr schwer krank werden können. Ich bin die Madeleine, komme aus Rochlitz, bin 42 Jahre und Mama vom Oskar, von der Lena und der Max, der ist aber jetzt nicht da. Na, nach der Geburt von dem Oskar waren wir alle ganz glücklich, dass er da war. Ja, und ich habe aber sehr zeitig schon gemerkt, dass mit ihm was nicht stimmt, weil er hat nicht durchgeschlafen oder überhaupt geschlafen, war sehr, sehr unruhig und hat viel geschrien. Und die Hebamme war dann zum Neugeborenen-Screening da. Ne? Das Fersenblut wurde dann abgenommen, weil ich habe ambulant entbunden. Und nach einer Woche haben wir dann Sonntagnachmittag den Anruf bekommen von der Frau Dr. Kürmse. Sie müssten so schnell wie möglich mit dem Oskar nach Leipzig in die Uniklinik kommen. Ihr Kind ist schwer krank und das muss so schnell wie möglich behandelt werden. Also angeborene Stoffwechselerkrankungen, die ja nur einen Teil der im Neugeborenen-Screening erfassten Krankungen ausmachen, treten etwa mit einer Frequenz von 1 zu 1000 Lebendgeborenen auf. Wenn bei einem betroffenen Kind kein Neugeborenen-Screening durchgeführt wird, kommt es in der Regel zu schwerwiegenden Konsequenzen und je nach Erkrankung dann zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt. Bei der klassischen Phenylketonurie zum Beispiel beginnt die Symptomatik mit einem Alter von 3 bis 4 Monate und wenn sie weiter nicht behandelt wird, dann ist letztlich zu erwarten, dass wir eine schwere geistige Behinderung haben. Bei anderen Erkrankungen wie der klassischen Galaktosämie ist die Erkrankung so schwerwiegend, dass ein nicht gescreentes Kind mit klassischer Galaktosämie innerhalb der ersten Lebenswoche vermutlich verstirbt. Ich wusste eigentlich gar nichts über Stoffwechselkrankheiten und ja, und da wurde mir dann gesagt, dass er eine Phenylketonurie hat, dass er das Phenylalanin nicht umwandeln kann und dass das eben wirklich behandelt werden muss. Und da wurde mir auch aufgezeigt, was passiert, wenn das nicht behandelt wird. Wir brauchen eine Blutprobe des Kindes. Die kann man aber gewinnen über eine sogenannte kapilläre Blutentnahme. Das heißt, dass man mit einer Stechhilfe, so wie zum Beispiel zur Blutzuckermessung, das Kind an einer Ferse sticht und dann die Blutstropfen, die dabei entstehen und die man so ein bisschen auch ausdrücken kann, gewinnt auf ein Filterpapier. Die Mengen, die wir benötigen fürs Neugeborenen-Screening, sind sehr gering. Im normalen Labor könnten Sie aus der Menge nicht mal ein Blutbild machen und wir können bis zu 70 Metaboliten bestimmen. Das ist sehr elegant. Wenn die Proben registriert sind, dann werden die genau angeschaut, ob die in Ordnung ist, ob das alles gut aufgetropft ist. Und dann stanzt man kleine Blutspots aus. Man nimmt also kleine Plättchen und diese Plättchen werden dann auf Mikrotiterplatten verteilt. Und aus diesen Mikrotiterplatten werden dann ganz unterschiedliche Tests gemacht. Das Ganze dauert zwischen wenigen Stunden bis hin über Nacht. Das heißt, in der Regel liegt am 5. bis 6. Lebenstag des Kindes auch die Ergebnisse aus dem Neugeborenen-Screening dann bei uns vor. Der Faktor Zeit spielt eine unterschiedlich wichtige Rolle. Wir haben zum Erkrankungen auf der einen Seite wie die klassische Galaktosämie, die bereits wenige Stunden nach der Geburt, so wie Muttermilch das Kind erhält, kann es lebensbedrohlich werden. Wir haben auf der anderen Seite auch Erkrankungen wie die Mukoviszidose, wo man schon Zeit hat, die also nicht akut lebensbedrohlich sind. Und das zeigt auch, dass es also sehr wichtig ist, dass hier erfahrene pädiatrische Kollegen auch, die mit den Krankheitsbildern vertraut sind, die ja alle sehr selten sind, um eben dann mit den Einsendern und auch mit den Eltern den bestmöglichen Weg zu finden, weil natürlich ist uns allen sehr bewusst,
dass mit einem plötzlichen Anruf, ihr Kind ist möglicherweise von einer schweren Erkrankung betroffen, viele Eltern nicht umgehen können und dort Hilfe brauchen. Das war dann schon eine sehr schwere Zeit. Sehr, sehr schwer. Wir haben viel geweint und ich habe mir sehr große Sorgen gemacht um den Kleinen und um meine großen Kinder. Da macht man sich als Mama extrem viel Gedanken. Wie geht das jetzt alles weiter? Ja. Dann jetzt nach 4 Jahren haben wir das schon ganz gut im Griff und da wissen wir ganz genau, was er essen darf. Und man freut sich dann wie Bolle, wenn man wieder mal was Neues hat, ne? Was der Oskar dann essen darf. Ne? Es ist so, dass die Erkrankung bei der richtigen Therapie im Prinzip keine schweren Folgen hat. Die Menschen entwickeln sich vollkommen normal, sowohl was die körperliche als auch was die geistige Leistungsfähigkeit angeht. Ich habe also Patienten, die sind promoviert. Ja, andere stehen, oder die allermeisten stehen auch voll im Arbeitsleben. Das heißt, da sind keine bleibenden Schäden dann zu erwarten, sodass die ein langes und glückliches Leben führen können. Für mich gibt es kein Argument, was gegen das Neugeborenen-Screening spricht. Ja, es ist richtig, für die meisten Kinder ist diese Untersuchung sozusagen umsonst, weil es sind gesunde Kinder. Und im Nachhinein könnte man dann sagen, hätte ich dieses Kind vielleicht nicht damit belasten müssen. Aber für die Kinder, bei denen wir dann doch ein positives Ergebnis haben und die Erkrankung früh erkennen, früh behandeln, konsequent behandeln, sodass wir ihnen einen völlig normalen Lebenslauf ermöglichen können, so wie ihren Geschwisterkindern auch. Für jedes einzelne dieser Kinder hat sich das Neugeborenen-Screening gelohnt. Und zwar nicht nur bei dem einzelnen Kind, sondern als sozialmedizinische Maßnahme für die gesamte Population. Das ist meine feste Überzeugung. Sonst könnte ich, glaube ich, heute hier nicht sitzen und auch nicht in dieser Ambulanz arbeiten. Gerade bei Oskar hätte ich das nicht machen lassen. Ich könnte es mir nie verzeihen, dass unbeobachtet diese Krankheit wirklich, was das für ein Ausmaß hätte geben können, wenn das nicht bekannt geworden wäre. Ne? Also ich kann wirklich allen Eltern da wirklich nur dazu raten, das machen zu lassen, definitiv. Und so ein gesundes Kind dann gesund, ne? Zu haben, das ist schon, ja.